Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 17. Februar. Es grüßt Sie wieder Christian Kämmerer und wir wollen hier on air gehen mit dem Channel, auch besser bekannt als der Euro gegenüber dem britischen Pfund. Dieses Währungspaar zeigt sich sehr, sehr stark. Hintergrund natürlich die jüngste Stabilisierung, Schrägstrich Stärke des Euros generell, aber vielmehr auch noch die unverändert vorherrschende Schwäche des britischen Pfunds. Wir hatten auch gestern im Stream das Pfund kurz beleuchtet, hier mit einem neuen Mehrwochentief auf dem besten Wege fast schon hin zu den Jahrestiefs, also hier zu neuen Tiefständen. Achten Sie hier auf 1,4240. Da sind wir nur noch knapp 25, 30 Pips weg beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und das ist eine langfristige Unterstützung aus früheren Jahren. Da erfolgte unlängst eine Stabilisierung. Doch es scheint, wie gesagt, wahrlich düsterlich beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und davon partizipiert eben der Euro gegenüber dem britischen Pfund, den wir uns jetzt mal hier im Monatschart im großen Intervall anschauen. Sie als Zuschauer kennen hier die Marke von 0,70 als Support-Level. Wurde hier unlängst immer wieder verteidigt im vergangenen Jahr. Dann hier der starke Ausbruch. Und Sie sehen diese letzten drei Schrägstriche, diese zwei Monatskerzen. Das ist hier die aktuelle Februarkerze. Und das sieht hier sehr, sehr bullisch aus. Schauen Sie sich das an, was es hier für ein Reversal gibt. Und aktuell springt das Währungspaar hier sogar über diese Unterstützung. Was sage ich? Frühere Unterstützung, ja. Aber jetzt vielmehr Widerstandszone, eigentlich zumindest als solche angedacht. 0,7775. Da sind wir jetzt schon gute 50 Pips drüber gelaufen. Im Hoch waren wir sogar noch ein Stück weiter. Faktisch aber der Trendlinienbruch, der Abprall von dieser Unterstützung, der Ausbruch über diese erste Widerstandszone hier bei 0,74, 10, 0,74, 15 und jetzt hier auch der nächste Anstieg über 0,77, 75 lässt darauf oder deutet vielmehr darauf hin, dass es weitere Kurssteigerungen geben könnte. Also der Euro gegenüber dem britischen Pfund weiter im Vorteil verweilen dürfte. Und hier rein technisch Potenzial bis in den Bereich 0,81, 0,82 aufweist. Dort haben wir, also hier bei 0,81, 25 Roundabout, das obere Bollinger Band auf Monatsbasis, Big Picture also. Und wir haben auch hier diese Abwärtstrendlinie kommend aus dem Jahr der Finanzmarktkrise hier aus 2008 haben wir hier praktisch diese schräge Trendlinie und hier oben praktisch summa summarum ist eine erste Zielzone in Augenschein und das dürfte auf jeden Fall ein erreichbares Ziellevel sein, sofern die bisherigen Verhältnisse weiter anhalten. Schauen wir uns das auch mal im Tagesschart an. Hier sehr schön zu sehen, wie wir insbesondere vom Dezember ausgehend, und hier ist die Marke von 0,70 auch schon nochmal schön zu sehen, hier gab es auch eine inverse SKS, die sich sehr schön regelkonform auflöste. Dann gab es aber hier nochmal einen wirklich scharfen Rücksetzer und diese Unterstützungszone um 0,70 wurde getestet. Seitdem, seit Anfang Dezember, geht es hier schön nach oben. Wir haben hier diverse Aufwärtsimpulse gehabt bislang. Unlängst in die Schwäche aus der, beziehungsweise das Verharren in der letzten Woche mit neuem Mehrmonatshoch führte dann hier zu Wochenbeginn erstmal wieder zu leichten Rücksetzern. Aber es reichte noch nicht mal hier für einen Test der Marke von 0,7660. Das wäre grundsätzlich ein schönes Support-Level gewesen. Bleibt es auch, falls es hier nochmal Ungemach geben sollte. Rechne ich aber, wie gesagt, eigentlich nicht damit, dass wir sowas nochmal sehen. Wären aber tendenziell schöne Nachkaufkurse. Vielmehr, wenn wir uns hier über 0,78 stabilisieren, und hier so ein Stück weit meinetwegen auch seitwärts fahren, bleibt letztlich die Marke von 0,80, 0,82 erstmal das Ziel. Also es sieht hier weiter alles sehr, sehr bullisch aus. Sollte es leichte Rücksetzer geben, würden das günstige Nachkaufchancen sein. Kritischer in meinen Augen, wenn man hier stärker unter 0,7750, hier diese Horizontalunterstützung, hier diese Aufwärtstrendlinie, hier haben wir auch oberhalb davon den EMA 20. Also wenn wir hier drunter gehen, ja, 0,76, machen wir ein bisschen Spielraum draus, dann muss man sagen, okay, dann haben wir sicherlich dann nochmal Potenzial bis in den Bereich von 0,74 abzutauchen. Das dann hier eine ganz tragfähige Unterstützung, wäre aber eine schöne Pullback-Chance, sofern der Markt hier tatsächlich diese Schwäche aufweist. Sehe ich aber aktuell nicht. Es sieht eher bullisch aus. Bis auf die Saisonalität, die schauen wir uns jetzt mal an, die deutet nämlich sogar bis in den April hinein eine zähe Seitwärtsphase an. Das kann sich natürlich anschließen. Hier um 0,78 mal ganz kurz in den Monatschart nochmal geklickt. Wenn wir hier jetzt davon ausgehen, dass wir bis in den April rein hier oben so ein Stück weit seitwärts laufen, also hier diese
Einzelunterstützung, Unterstützung jetzt, Widerstandsbereich, wo wir gerade durchlaufen, umkämpfen, dann könnte es sein, dass wir hier im Sinne der Saisonalität tatsächlich ein Stück weit oszillieren, um dann letztlich doch den Angriff auf 081, 082 zu starten. Das kann, wie gesagt, aber auch alles sehr, sehr viel früher gehen. Faktisch die Saisonalität seitwärts orientiert, keinesfalls bärisch. Vor dem technischen Hintergrund bleibt also hier oberhalb von 0,7650 kurzfristig alles bullisch. Erst unterhalb dessen müsste man dann hier von einem zäheren Seitwärtsgeschiebe ausgehen. Grundsätzlich wäre auch hier, sieht man hier sehr schön oben Widerstandsbereich 0,78, allein schon auf Tagesbasis herrührend, und hier die Unterstützung 0,7450 etwa. Da könnte der Markt hier schön oszillieren, aber kurzfristig scheint mir das Bild hier weiter bullisch zu sein. Sieht also sehr, sehr gut aus. Insofern Euro gegenüber dem britischen Pfund weiter zu bevorzugen auf der Long-Seite. Heute allerdings schon 66 Pips gelaufen. Im Schnitt bewegt sich das Paar, 80, 90 Pips. Es ist nicht ganz so volatil. Wir sehen es hier auch an den Kerzen. Ob wir jetzt hier tatsächlich ein neues Mehrmonatshoch machen, muss man mal abwarten. Aber das Bild bleibt, und das ist eben im Prinzip die Aussage, hier weiter bullisch orientiert. Schauen wir mal auf den Stundenchart vielmehr. Da hatten wir unlängst auch hier einen kurzfristigen Abwärtstrend. Rücksetzer wurden sogar präferiert. Sie können sich hoffentlich an das Devisenradar erinnern. Hier Bereich um 0,7735, 0,7740. Da gab es auch tatsächlich diesen Rücksetzer. Hier dann Stabilisierung und mit Bruch dieses Abwärtstrends hier dann schön die ansteigenden Preise, die eben hier zu einem neuen Mehrjahreshoch und auch Mehrmonatshoch natürlich führten. Aktuell, wenn wir die Stundensituation betrachten, das Bild wieder weiter bullisch. Bleibt also alles hier in genau dem Fahrwasser. Jetzt die Unterstützung hier von einst gebrochen. Kann man jetzt drüber streiten, ob die noch aktiv bleibt oder nicht. Letztlich hier kurzfristig eine tiefere Unterstützung ausgebildet. Lässt sich hier sehr schön fixen. So. Und eine Etage höher haben wir hier noch ein Level, was als Unterstützungs dienen könnte, und ein eigentliches Widerstandslevel. Das nächste, was wir hier vor uns haben, liegt knapp unter dem Resistance-Punkt 2 des heutigen Pivot Points. Hier dann praktisch ein mögliches Ziellevel für heute, sofern wir die Marke von 0,78 nicht unterschreiten. Die FTSE-Vektorlogik heute allerdings bärisch für den Euro gegenüber dem britischen Pfund. Ich zeige es Ihnen gerade mal. Obgleich hier nur 20 Erscheinungen auch wieder ein Stück weit zur Vorsicht raten. Hier direkt der Aufruf. Ich zeige Ihnen kurz das heutige Pattern, was wir hier haben anhand der FTSE-Vektorlogik. 80% Trefferquote ist eine große Hausnummer, aber während der letzten 16 Jahre nur 20 Erscheinungen. Das macht die Formation schon wieder ein Stück weit schwammig. Was interessant ist, Euro-US-Dollar heute hier. Kleiner Schwingkurs, ganz, ganz klar bullisches Pattern mit etwa 0,56% Renditemöglichkeit. Tief 1,1144, da sind wir so ein Stück weit auch schon dran. Das ist auch oberhalb des Pivot Points, aber um Euro-US-Dollar soll es heute gar nicht gehen. Das nun mal am Rande. Grundsätzlich Konsolidierung scheint beim Euro gegenüber dem britischen Pfund weiter bullisch zu sein. Der Weg zeigt hier rein technisch tendenziell weiter nach oben. Und so dann wären wir auch schon heute fertig mit dem Devisenradar vom Mittwoch. Das Webinar zur Sendung gibt es diesmal ausnahmsweise am Freitag. Das mal merken, Freitag 15 bis 16 Uhr. Das JFD-Devisenradar ausnahmsweise diese Woche mal am Freitag. Aber Veränderung schadet ja nicht. Nächste Woche dann wieder wie gewohnt immer mittwochs. Und ansonsten können wir uns darauf freuen, was wir denn morgen im Devisenradar selbst in der Sendung selbst wieder 9:30 Uhr in den Fokus nehmen. Bis dahin erstmal viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und auf bald, Ihr Christian Kämmerer, und tschüss.